Hey Leute, willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate hier beim Klassisch-Modus auf 9.9. Beim letzten Mal haben wir mit Bowser Jr. wieder etwas länger gebraucht und jetzt geht es weiter mit dem Duck Hunt Duo und zwar beim Trubel im Tierreich. Ich glaube, dass es mit den beiden jetzt aber wieder machbar wird, denn ich werde wieder mal schön viele Smash-Angriffe spammen. Und die Besonderheit bei Duck Hunt Duo, das haben ja nicht viele andere Charaktere. Oder hat es überhaupt jemand anderes? Weiß ich gar nicht genau. Bei ihnen ist es auf jeden Fall ist ja so, dass wenn ich den Smash-Angriff länger auflade, dass die dann auch, also der seitliche Smash, dass er dann auch eine höhere Reichweite hat. Und deswegen glaube ich, dass die Gegner da dann ziemlich häufig einfach reinlaufen werden. Ich werde mal das testen. Sag mal. Okay, am Anfang erstmal nicht. Ich sollte ein bisschen dann doch näher kommen. Aber wie gesagt, die Reichweite erhöht sich, je länger ich den Smash-Angriff auflade. Und das kann ich mir dann wirklich ziemlich gut zunutze machen, weil ich glaube, dass dann die Computer ziemlich dumm sind und da häufig einfach reinlaufen werden. Ich könnte auch versuchen, meine ganzen Projektile natürlich zu benutzen, um dann den Gegnern erst ein bisschen Schaden zu machen. Das sollte ich vielleicht auch machen, das stimmt schon. Aber da kann ich mir halt vor allem bei der Dose auch selber eventuell Schaden machen, wenn die Kämpfe vor allem chaotisch werden. Also ich will schon hauptsächlich bei der Smash-Angriff-Taktik bleiben, weil die, glaube ich, hier ganz gut funktionieren wird. Okay, so, und das Thema ist sehr einfach zu durchschauen. Am Anfang hatten wir Affen und jetzt haben wir dann Igel als nächstes, genau. Also schön gegen alle möglichen Tierarten kämpft das Duck Hunt Duo hier. So, Luft nach oben ist auch ziemlich cool. Und die Screw Attack, die will ich haben, weil das ist ein sehr gutes Item, um Schaden aufzubauen. So. Hui. Und das Item war schon fast aus. Ich habe mal erwischt. Okay, ich habe da jetzt nicht mehr ganz gesehen, was passiert ist. Aber ich habe da oben noch irgendwie erwischen können und konnte Sonic sehr schnell besiegen. Und auch ohne Schaden. Gibt mir dementsprechend 0,9. Okay. So, okay, dann gegen die Star Fox Gruppe. Ja. Haben wir natürlich auch alle möglichen Tierarten vertreten bei ihnen. So. Und schön Smash-Angriffe spammen. Ja, aber das klappt, wie gesagt, hier wirklich wunderbar. Ich werde gleich angeschlossen. Das klappt wunderbar gegen die. Jetzt, das ist aber ein bisschen jetzt doof zum Kämpfen hier, finde ich. Ich gehe mal hier drauf und ich will ja mal sogar das Ding vielleicht zerstören, weil das nervt mich ein bisschen. Genau, und so kann man besser kämpfen. So, Bora. Okay, jetzt reinlaufen. Okay, und da sogar durch den Ast hindurch getroffen. Also die Reichweite vom Duck Hunt Duo, von den Smash-Angriffen, vor allem wenn ich ihn auflade, ist schon ziemlich heftig. Und wieder 0,9. Ja, es sieht gut aus bisher. So, dann King K. Rool als nächstes. Alles klar. Ich habe auch beim letzten und wieder Riesen-Kinkelwool. Ich habe auch beim letzten Mal gesagt, dass es cool wäre, wenn Duck Hunt Duo jetzt hier nicht gegen Meister und Crazy Hunt wieder antreten würde, sondern vielleicht gegen Rathalos. Obwohl mir jetzt mittlerweile auffällt, dass es doch nicht so gut passt, muss ich zugeben, weil das Duck Hunt Duo kämpft halt hier wirklich bisher zumindest nur gegen Tiere. Oh Gott, das war knapp. Gegen Tiere, die auch tatsächlich existieren und nicht gegen Fantasiewesen, weil Drachen gibt es ja nicht. Und deswegen wird es dann vielleicht doch nicht so gut passen, muss ich zugeben. Aber wäre trotzdem, im Prinzip wäre es auf jeden Fall passender als Meister und Crazy Hunt, das muss man schon zugeben. Also vielleicht kommt er ja doch, wäre auf jeden Fall cool. Ja, und immer gegen so einen Riesen-Kinkelwool zu kämpfen, ist nicht so einfach. Weil der halt wirklich mit seinen Angriffen eine Riesenreichweite hat. Komm, lass dich einmal treffen und stirb, okay. Ja. Das kann man aber schon besser machen. Das kann man auf jeden Fall besser machen. Gibt mir nämlich nur 0,6, ja. Das war jetzt nicht so ideal. Und die Mies wieder mal. Okay. Die, die auch alle möglichen lustigen Tierkostüme anhaben. Okay. Und es sind sogar nur es sind nur 5 Stück sogar insgesamt. Das ist sehr ungewöhnlich. Weil ansonsten haben wir eigentlich immer so ziemlich 6 Mies gehabt. Aber jetzt mal nur 5. Aber finde ich, und der eine heilt sich natürlich. Finde ich aber gut so, weil es das dann ein bisschen einfacher noch macht. Dennoch ist natürlich ein Teamkampf hier in Runde 5 ist es gerade. Oder ist, nee, Runde 5 ist es genau. Ist natürlich nie so einfach, das stimmt schon. Aber das Gute ist, dadurch, dass es nur 5 Gegner sind, muss ich auch immer nur gegen 2 von denen auf einmal antreten. Und das macht schon um einiges einfacher. Und die Kiste explodiert. Vielleicht kann ich euch da reinwerfen vielleicht? Oder kannst du reinlaufen? Ja, schade. Hätte sogar fast geklappt, aber nicht ganz leider. So. Ach komm schon, lass dich. Nein. Oh Mann, jetzt muss ich auch noch auf. Auf das Ding da aufpassen, aber das ist jetzt nur da links. Also wenn ich hier mittig oder rechts bleibe, ist alles gut. Okay, aber dafür, dass ich nur 5 habe und nur 2 auf einmal, fliegen die, glaube ich, nicht so schnell weg wie ansonsten. Merke ich hier nämlich schon, ja. Weil die halten um einiges mehr aus als normalerweise, schätze ich mal. Ja, doch, ziemlich sicher. Und deswegen ist es dann in der Hinsicht schon ein bisschen schwieriger zumindest. Und nicht ganz so super einfach dann. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was da war. Autsch! Ich will mich auch ein bisschen heilen vielleicht. Okay, manche von den Äpfeln kann man ja auch werfen. Und mit anderen heilt man sich. Genau, das kann man vorher nie so wirklich wissen. So. Sehr schön. Und du bist tot. Jetzt noch bitte du, ohne dass ich jetzt selber abkratze. Na komm. Nein! Ach Mann, ey. Ja, das ist schon nicht einfach. Das ist schon nicht einfach.
Auch wenn es nur 5 Stück sind, dafür habe ich halt, wie gesagt, den Nachteil, dass sie um einiges mehr aushalten, die Mies. Nein! Ernsthaft jetzt? Oh Mann, ey. Das ist nervig wieder mal. Weil so schlecht sah es ja eigentlich gar nicht aus. Aber das ist überhaupt nicht einfach. Also immer Mii-Kämpfe mag ich irgendwie nicht. Weil ich halt auch, das muss ich ja auch zugeben, weil ich halt auch von den Mies die Movesets nicht so in- und auswendig kenne wie von allen anderen Charakteren. Weil ich halt in Smash Wii U auch nie mit den Mies oder gegen die Mies gespielt habe. Und deswegen, da habe ich immer irgendwie schlechte Karten gegen die. Aber, na gut. 7,9 habe ich diesmal. Also sogar ein bisschen schlechter, glaube ich, als gerade eben. Also, ne, sieht nicht so ideal aus, leider. Aber jetzt erstmal gegen die Mies. Also mit 9,9 zum Boss zu kommen, das wird, wie gesagt, sehr schwierig werden. Vor allem, weil ich jetzt halt dann diesen Kampf gut... Alter, diesen Kampf gut hinkriegen müsste. Die Stage ist leider auch ziemlich hoch, weil ich finde es nicht so einfach, hier zu kämpfen, muss ich zugeben. Und man kann auch hier Gegner nicht so wirklich früh und billig irgendwie raushauen. Deswegen, das wird auch nicht wirklich... Ach, komm schon. Wird auch nicht wirklich hier klappen. Also, ist schon echt nicht einfach, der Kampf gegen die Mies hier. Okay, aber die... Ja, toll. Natürlich war da eine Bombe drin. Die ersten beiden haben wir schon mal besiegt. Jetzt nicht sterben, bitte. Okay, alles gut, alles gut. Alter, ja, das ist schon immer nervig, wenn man so an der Kante gegen Mies irgendwie zurückkommen muss. Ja, also wir merken schon, wie gesagt, gegen Mies kann ich einfach nicht. Nichts, das muss ich wirklich so zugeben. Das ist echt total nervig. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Items gucken und auf die ein bisschen bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so, shit, gar nicht so schlecht. Vorgewalt zum Beispiel. Den will ich haben, ja. Oh Gott. Sehr schön. Aber da kann ich jetzt, glaube ich, die Gegner dann früh rauskicken. Oder viel Schaden machen zumindest, genau. Aber ist schon immer noch sehr nervig alles. Weil ich meine, die Stage ist halt auch wirklich total chaotisch, ne? Weil halt zusätzlich zu den Items dann auch noch die Äpfel kommen und die Blöcke, die ständig nach unten fallen. Also hier ist schon wirklich sehr viel los. Und hier dann die Übersicht zu behalten, ist halt auch nicht so einfach. Okay, Pilz, finde ich gut. So, jetzt einmal treffen, dann stirbst du. Okay, du auf jeden Fall und du darfst auch gleich sterben. Bam. Okay, aber ich habe sehr viel Schaden genommen und sehr lang gebraucht, also das gibt keine gute Bewertung. Ja, ich muss sogar gucken, dass ich überhaupt 9,9 schaffe. Also jetzt natürlich dann nicht sofort, aber jetzt muss ich schon mich halbwegs gut anstellen gegen Dakantu selber, okay. Oh ne, nochmal ein Teamkampf? Okay, aber wenigstens auf einer netten Stage. Oh Gott. Das ist aber schon sehr, 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 sehr fies, finde ich. Dass in Runde 5 und in Runde 6 so ein Teamkampf kommt. Das ist überhaupt nicht einfach dann. Okay, aber ich werde, wie ihr schon merkt, billige Taktiken benutzen. ist halt auch riskant, was ich mache, ne? Muss man schon zugeben. Aber es klappt trotzdem recht gut bisher. Autsch. Ich werde nicht mehr gegen den letzten sterben. Das wäre jetzt ganz bitter. Zack. Okay. So, das war nicht so schlecht. Ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber das gibt mir schon eine gute Bewertung. So, 9,3. Ja, also 0,6 brauche ich das auf jeden Fall. Schon gut machbar bei den Bosskämpfen. Aber einfach wird's nicht. Geschafft! So, jetzt bin ich gespannt. Gennen würde es sogar als Wildschwein auch gar nicht so schlecht passen, finde ich. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Bosse, die besser passen als Meister und Crazy Hunt. Das ist ganz klar. Yay! Okay, es ist Rathalos. Cool. Das freut mich sehr. Obwohl er, wie gesagt, kein echtes Tier ist, aber das finde ich dennoch schön, dass wir hier wieder Abwechslung haben. Okay. Aber dennoch bin ich immer noch im Rathalos-Kampf nicht so gut, muss ich leider sagen. Also ob ich jetzt das wirklich schaffen werde, ich weiß ja nicht. Aber ich gebe mein Bestes, na toll. Schon mal kein so optimaler Start, leider. So, immer schön die Fresse verprügeln oder auch den Schwanz von ihm, weil er dann irgendwann benommen wird. Das muss mir halt wirklich gelingen, dass ich ihn häufig benommen machen kann. Ja. Weil ich halt dann währenddessen schön draufhauen kann. Einerseits, indem ich eben seine Schwachstellen treffe, aber auch, indem ich versuche, die Items dann sinnvoll zu benutzen, die dann gleich kommen werden. Oh Mann, was mache ich denn? Ich spiel so schlecht gegen den. Also Rathalos kann ich immer noch echt gar nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ich stelle mich gegen ihn immer wirklich sehr schlecht an. Ja. Ich muss halt auch gucken, weil ich ja 0,6 brauche. Und das ist gar nicht mal so einfach, 0,6 hier zu erreichen. Jetzt ist auch leider, ich komme an die Deko-Muss nicht ran wegen dem Feuer. Ist auch ein bisschen doof jetzt. Okay, jetzt. Und in die Fresse rein, sehr schön. Und ich treffe nicht. Okay, aber jetzt kann ich treffen. Ja. Da ist er ja wirklich auch sehr lang genommen währenddessen, genau. Das kann man schön nutzen. Okay, gut. So, jetzt da eine Falle aufstellen und bitte gleich reinrennen, mein lieber Rathalos. Ja, mein lieber Rathalos. Nein, er wäre sogar fast rein. Komm jetzt, noch ein bisschen nach vorne. Nein, jetzt fliegt er wieder. Ach man, ey. Schade, das wäre jetzt cool gewesen. Autsch. Jetzt kann er mich gerade ziemlich fertig machen. Kannst du wieder entlang rennen? Nein, Rathalos. Wieder entlang, ja genau. Okay, die ist sogar noch da gewesen, ja. Aber leider wurde ich genau da auch weggehauen. Deswegen habe ich jetzt das nicht so gut nutzen können, die Chance.
Es ist echt nicht einfach, gegen ihn zu kämpfen, ne? Wie gesagt, finde ich zumindest. Also, Rathalos könnte für mich zumindest einer der schwierigsten Bosse sein. Den zu schaffen, ohne zu sterben, finde ich zumindest. Aufpassen, aufpassen. Okay. Kann aber wieder jetzt benommen werden, weil ich habe jetzt schon häufig am Schwanz getroffen. Ich habe ja durch die Items ihn benommen machen können. Aber noch nicht dadurch, dass ich seine Schwachstellen getroffen habe. Ja, der Kampf dauert halt Ewigkeiten. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt 0,6... Nein! Nein, ich wollte die Dekunos doch nur haben. Ich wollte doch nur die Dekunos haben. Oh Mann, ey. Ja, vielleicht sollte ich echt versuchen, hier mit 9,9 zu ihm zu kommen. Weil ich bin gegen Rathalos immer noch nicht so gut, leider. Und gegen Bosse ist jetzt Duckhunt nicht so toll, wie ich finde. Weil als seine Smash-Angriffe nur dann wirklich cool sind, wenn man sie auch lange auflädt. Aber da habe ich meistens keine Zeit bei Bosskämpfen. Ja, das ist nicht so einfach dann. Puh. Dann auf ein neues. Okay, ich habe 9,9. War aber jetzt auch ziemlich schwierig, finde ich. Also ich habe jetzt über eine halbe Stunde gebraucht, um jetzt mit 9,9 zu Rathalos zu kommen. Ist auch das nächste Mal gleich direkt, dass ich bei Rathalos bin. Weil ich davor schon immer auch gestorben bin in den anderen Runden. Weil ich finde Duckhunt Duos Classic-Modus echt überhaupt nicht einfach. Weil die beiden haben nur einen einzigen normalen Kampf, glaube ich. Ansonsten noch einen Riesenkampf und ansonsten, abgesehen davon, immer Teamkämpfe gegen 2, 3, 5 oder 6 Leute. Und das auch noch meistens auf Stages, boah, ich stelle mich gerade sehr schlecht an, auch noch meistens auf Stages, wo man die Gegner nicht so leicht besiegen kann. In der 6. Runde, da kann man sie halt leicht besiegen, die anderen Duckhunt-Duos. Aber es ist eben auch riskant, da bin ich auch einmal gestorben, weil ich halt ganz am Rand stand, weil ich dann einmal schon früh gestorben bin und früh rausgekickt wurde. Also ist auch eine riskante Methode, die man da machen kann, wenn man sich an den Rand stellt und sie auswerfen will. Aber sie funktioniert halt trotzdem ganz gut. Deswegen habe ich sie schon auch noch da ein paar Mal immer benutzt, auf jeden Fall. So, schön Dekunos in die Fresse. Perfekt. So, schön draufhauen jetzt. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich Tickets benutzen müssen. Aber das ist mir ziemlich egal. Autsch. Boah, ich finde es echt überhaupt nicht einfach, gegen Rathalos zu kämpfen. Ich mach's noch hier so in die Mitte rein. Das ist die Falle. So, da kannst gleich gerne wieder landen, mein Lieber. Autsch. Ich glaube, gegen Rathalos sollte man ein bisschen defensiver eigentlich spielen. Irgendwie. Aber ich habe halt keinen Bock, defensiv zu spielen, weil es ja auch um die Zeit geht. Ne? Es geht ja um den Schaden auch, aber halt auch um die Zeit. Und deswegen versuche ich halt schon immer, möglichst schnell zu... Oh, ich sterbe sogar, wow. Versuche ich halt schon immer, möglichst schnell zu sein. Aber der hat wirklich total heftige Angriffe und ihn benommen zu machen, ist auch nicht so einfach. Das klappt halt mit den Items am besten. Und ansonsten halt, wenn ich eben häufig seinen Kopf oder seinen Schwanz treffe, wird es auch irgendwann klappen. Aber das dauert halt ziemlich lange. Also ja, ich werde sogar vielleicht ein weiteres Ticket noch benutzen müssen. Aber ist mir völlig egal. Denn wie gesagt, gegen Rathalos zu kämpfen, das kann ich halt irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht genau. Irgendwie fällt es mir auch schwer, bei ihm zu erkennen, was für ein Angriff er macht. Jetzt dann gleich. Weil das ist ja bei Bosskämpfen schon auch wichtig. Weil sich ja im Prinzip alle Bosse, direkt bevor sie einen Angriff machen, eine Sekunde vorher oder sowas, ja verraten. Und sie mir da halt durch ihre Animation angeben, was für ein Angriff jetzt dann gleich kommen wird. Aber es fällt mir bei Rathalos enorm schwer, das herauszufinden. Vielleicht auch deswegen, weil er halt mit seinen Flügeln auch ständig rumschlägt und weil es halt deswegen, finde ich, dann nicht so einfach zu erkennen ist, was da jetzt dann für ein Angriff als nächstes kommt. Also ich habe da echt enorme Probleme damit, das bei ihm zu erkennen.
und dementsprechend den Angriffen ausweichen. Aber na gut. Aber man muss auch zugeben, dass er schon auch wirklich sehr schnelle Angriffe hat. Ne, jetzt zum Beispiel. Einfach so einen Sprung zurück und direkt einen Feuerball auf mich geschmissen, wo ich auch kaum reagieren konnte. Also ist schon auch nicht einfach, gegen ihn zu kämpfen, finde ich. So, aber gleich ist er besiegt. Und dann haben wir das auch geschafft. Mit einem Ticket nur, wo ich sogar, bin ich sogar ganz zufrieden, würde ich eigentlich sagen. Weil ich ihn wirklich nicht einfach finde. Okay. Gut, sehr schön. Yay. So, aber ich habe wieder, wie gesagt, auch hier ein bisschen länger gebraucht. Wow, unglaublich. Also, wo ich das dreimal in Folge geschafft habe, das immer im First Try hinzukriegen mit 9,9, da hatte ich wirklich so viel Glück, dass ich mein ganzes Glück schon aufgebraucht hatte anscheinend. Und dass ich jetzt hier mit Bowser Jr. habe ich auch schon länger gebraucht. Dass ich jetzt mit Bowser Jr. und auch mit Dakantu wieder etwas länger gebraucht habe. Aber, na gut. Glückwunsch! Yay! Und sie halten ein Schläfchen. Hinter dem oder vor dem anderen Hund. Cool. Endergebnis! Gut, alles klar. Das Dakantuo. Sehr schön. So, vielleicht mal wieder ein Ticket. Habe ich da mal wieder Glück? Aber es ist eigentlich eh egal, ne? Weil. Das habe ich aber beim letzten Mal schon erwähnt. Keines, okay. Beim letzten Mal schon erwähnt. Alle Tickets, die ich jetzt noch habe, die werden ausreichen für die restlichen Klassik-Modi noch, weil ich ja häufig auch keins brauche und ich brauche nur sehr selten zwei oder mehr. Also ich glaube, die restlichen Tickets, die ich noch habe, die 12 oder was es ist, die werden noch ausreichen, denke ich mal. Oder vielleicht habe ich sogar noch mehr, ich weiß nicht genau. Aber so viele klassische Modi fehlen ja auch schon gar nicht mehr. Denn der letzte aus der fünften Reihe kommt beim nächsten Mal, nämlich Ryu. Und zwar Hunger nach Herausforderungen. Und bei ihm weiß ich sogar schon, was ihn beim Klassisch-Modus so ungefähr zumindest erwarten wird. Das habe ich schon im Vorfeld mal erfahren. Und das ist mega cool, weil er einen ziemlich besonderen Klassik-Modus hat. Und das mag ich ja gerne, wenn es da besondere Regeln irgendwie gibt bei manchen Charakteren. Und bei ihm ist es so. Und deswegen freue ich mich dann schon sehr auf seinen Klassisch-Modus. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.